Ja, liebe Sabine, heute haben wir das große Vergnügen, über Nahtodkontakte zu sprechen. Und zwar heute Tag 3 geht es um die Auswirkungen von Nahtodkontakten auf den Trauerprozess. Eine bedeutsame Lebenserfahrung. Wir haben mit unseren Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Frage besprochen, wie wichtig oder vielleicht unwichtig diese Erfahrung in ihrem Leben ist. Würden Sie sagen, der Nahtodkontakt hat Ihr Leben verändert? 36% haben das bejaht. Ist wichtig? Das war der Fall für 49%. Mäßig wichtig 9%. Nicht sehr wichtig 2%. Überhaupt nicht wichtig 2%. Und 2% waren sich nicht sicher. Wir sehen also, dass für 85% unserer Befragten der Nahtodkontakt lebensverändernd oder wichtig ist. Es handelt sich eindeutig nicht um ein triviales Ereignis, das von den Empfängern schnell vergessen wird, sondern um eine Erfahrung, der sie eine erhebliche Bedeutung beimessen. Einige unserer Empfänger haben ihren Kontakt vor 30 oder vielleicht 40 Jahren erlebt und sie erinnern sich so gut daran, als ob er sich am Vortag abgespielt hätte. Emotionale Heilung. Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Umfrage zeigt die starke Auswirkung von Nahtodkontakten auf den Trauerprozess. Die große Mehrheit der Befragten sagt, dass ihre Erfahrung ihnen Trost und emotionale Heilung gebracht hat. Nahtodkontakte sind viel mehr als nur eine einfache Wahrnehmung der verstorbenen Bezugsperson. Jenseits der kurzen, aber eindrucksvollen Wahrnehmung der Verstorbenen, die an sich schon sehr bemerkenswert ist, sind es die übermittelten Informationen und die von den Empfängern wahrgenommen und gefühlten Emotionen, die ihnen ihre ganze Bedeutung geben. Wir haben unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt, ob der Nahtodkontakt ihnen Trost und emotionale Heilung gebracht hat. Dies war tatsächlich der Fall für 73%. 10% haben gesagt, nein, das war bei mir nicht der Fall. 8% waren unschlüssig. Und bitte beachten Sie, dass 8% eine Person wahrgenommen haben, um die sie nicht getrauert haben. Und dennoch fand der Kontakt statt. Ich komme später noch auf diesen Punkt zu sprechen. Jetzt zeige ich Ihnen gerne zwei kurze Erfahrungsberichte. Ich finde großen Trost darin zu wissen, dass mein Mann im Geiste lebt und ich weiß, dass er auf mich warten wird, wenn ich an der Reihe bin, auf die andere Seite zu gehen. Ich bin am Boden zerstört, weil ich meinen wunderbaren Mann verloren habe. Aber dieser Kontakt hilft mir bei der Heilung. Der zweite kurze Bericht geht um ein Ableben durch Suizid. Ich bin nicht mehr traurig, dass diese Person von uns gegangen ist, weil sie mir ihren Zustand vorher spüren ließ und ich ihre Gründe verstand und sie mich ihren Frieden danach spüren ließ. Dieser Fall ist interessant, denn man sieht, dass diese Information, diese Erklärung nach dem Ableben noch geschehen konnte. Jemand hat sich das Leben genommen. Die Angehörigen und Freunde sind traurig. Vielleicht verstehen sie nicht, warum hat diese Person das gemacht. Und da in diesem Fall sieht man ganz klar, dass die Erklärung noch nach dem Tod an die Freunde und Angehörigen weitergegeben wird, in der Form von einem Nachtodkontakt. Und somit hatte die Trauer in diesem Fall keinen Grund mehr zu bestehen und diese Person konnte dann diesen Tod akzeptieren. Traurigkeit, die Auswirkungen von Nachtodkontakten auf die Traurigkeit.
Wir fragten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ob die Traurigkeit aufgrund ihres Verlustes gleich geblieben ist oder ob sie sich nach dem Nachtodkontakt verringert hat. Tatsächlich war die Traurigkeit für 44% reduziert nach dem und sogar aufgehoben für 10%. Aber sie ist gleich geblieben für 31%. Und sie war sogar erhöht für 2%. Man sieht es, bei etwas mehr als der Hälfte unserer Befragten wurde die Traurigkeit durch den Nachtodkontakt verringert oder sogar beseitigt. Aber bei 31% war das nicht der Fall. Es ist klar, dass Nachtodkontakte keine Wundermittel sind. Die Traurigkeit verschwindet nicht wie durch ein Zauberkunststück. Es ist etwas anderes im Spiel. Ich würde postulieren, dass Nachtodkontakte ein Wissen auslösen, das es den Empfängern ermöglicht, die wahre Natur des Todes zu verstehen. Sie initiieren eine neue Sichtweise auf den Verlust eines geliebten Menschen und erlauben den Hinterbliebenen, deren physische Abwesenheit in einem neuen Licht zu sehen. Diese Kontakte eröffnen die Perspektive auf ein Leben nach dem Tod und die Möglichkeit einer zukünftigen Wiedervereinigung. Es ist offensichtlich, dass diese Erfahrungen aus dieser Perspektive gesehen die Traurigkeit der Hinterbliebenen beeinflussen kann. Warum haben diese Kontakte nicht alle unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen von der Traurigkeit befreit? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass Trauern ein äußerst komplexer Prozess ist, der von vielen Faktoren bestimmt ist und der bei jedem anders verläuft. Ich habe 4 kurze Erfahrungsberichte ausgewählt, um dies zu verdeutlichen. Unsere Frage lautete, hat der Nachtodkontakt die Traurigkeit, die durch den Verlust der Bezugsperson verursacht wurde, verändert oder ist die Traurigkeit gleich geblieben? Ohne den Nachtodkontakt wäre ich noch lange in tiefer Trauer geblieben. Die Traurigkeit über den Verlust meines Sohnes hat für eine Weile nachgelassen, aber sie ist immer noch groß. Die Traurigkeit bleibt tief und fest verwurzelt, aber Hoffnung ist entstanden. Die Traurigkeit ist in gewisser Weise überwunden. Die Erinnerung an das, was geteilt wurde, wird verstärkt, ebenso wie seine innere Präsenz. Dauerhafte innere Bindung. Eines der wesentlichen Ziele des Trauerprozesses ist es, die Unwiderruflichkeit der physischen Abwesenheit des verstorbenen geliebten Menschen zu akzeptieren. Sobald diese unabänderliche Tatsache verstanden und akzeptiert ist, kann die Schaffung einer erneuerten inneren Bindung mit ihm oder ihr stattfinden. Eine dauerhafte Verbindung, die Bestand hat und die nichts jemals abbrechen kann. Nachtodkontakte eröffnen die Perspektive dieser kontinuierlichen Beziehungsbindung, die sich während dieser schönen Erfahrungen ganz ausnahmsweise und sehr kurz manifestiert. Wir haben unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt, wie sie ihre Beziehung zu dem Verstorbenen beschreiben würden. Meine Beziehung endete, als er sie starb, 4%. Ich dachte, dass die Beziehung mit dem Tod endete, aber mein Nachtodkontakt zeigte, dass die Bindung weiter besteht, 34%. Ich glaubte, dass die Bindung zum Verstorbenen nach dem Tod fortbesteht und mein Nachtodkontakt hat diese Verbindung vertieft. 49%.
Und hier die Berichte von zwei von unseren Befragten. Meine Beziehung ist danach genauso intakt wie vorher. Ich muss nur mit der körperlichen Abwesenheit zurechtkommen. Ich habe weniger Zweifel an der inneren Beziehung, die weiter besteht. Ich denke, dass es nicht nur ein Weg von mir zu ihm ist, sondern dass er mich hört und mir Zeichen schickt, um mir zu sagen, ich bin da. Warten auf den nächsten Kontakt. Wir haben unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt, wünschen Sie sich inständig einen weiteren Kontakt oder waren die Kontakte für Sie ausreichend? Ich wünsche mir inständig einen weiteren Nachtortkontakt, haben 47% der Befragten geantwortet. Die Kontakte waren ausreichend, 33%. 8% waren unschlüssig und 12% haben andere angeklickt. Sie sehen, die Antworten der Befragten sind nicht eindeutig. Die Gefahr bei dieser Art von sehr eindrücklichen und sehr tröstlichen Erfahrungen ist das Bedürfnis, mehr davon zu erleben. Das Warten auf den nächsten Nachtortkontakt kann die Empfänger in der Illusion wiegen, dass sich in ihrem Leben nichts geändert hat und kann somit den Trauerprozess behindern oder sogar blockieren. Es ist wichtig, dass die Empfänger erkennen, dass Nachtodkontakte sehr wertvolle, aber sehr seltene Erfahrungen sind und dass sie die definitive physische Abwesenheit des geliebten Menschen akzeptieren und ihr Leben entsprechend umgestalten müssen, damit keine Abhängigkeit entstehen kann. Dann noch ein paar Erfahrungsberichte dazu. Ich hätte sehr gerne noch einen Kontakt, aber diejenigen, die ich erlebt habe, sind mir kostbar und genügen mir. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es weitere Kontakte geben wird. Aber ich erwarte nichts. Alles ist gut, so wie es ist. Trauern ist keine Voraussetzung, um einen Nachtodkontakt zu erleben. Das ist eine weitere wichtige Erkenntnis aus der Umfrage. Wir fragten unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, waren sie in den Tagen oder Wochen vor dem Nachtodkontakt und in Bezug auf den Trauerprozess äußerst traurig und in tiefe Trauer? 36%, mäßig traurig und mäßig trauernd, 14%, ein wenig Trauer, aber der Schmerz der Trauer war teilweise überwunden, 17%, nicht traurig und nicht mehr trauernd, 13%, ich habe nie um diese Person getrauert, 14% hatten dennoch einen Nachtodkontakt. Und 6% waren unschlüssig. Sie sehen, dass 13% nicht traurig waren und nicht mehr im Trauerprozess waren und 14% haben sogar nie um den wahrgenommenen Verstorbenen getrauert. Daher kann die Trauer nicht in allen Fällen der Auslöser für den Nachtodkontakt sein. Die gesammelten Daten stellen die materialistische Hypothese in Frage, die postuliert, dass Nachtodkontakt lediglich Illusionen oder gar Halluzinationen seien. Die Vertreter der materialistischen Hypothese argumentieren, dass Nachtodkontakte eine unbewusste Kompensation der Trauernden wäre, die so am Boden zerstört wären, dass sie sich eine solche Kontaktaufnahme eingebildet hätten. Diese Argumentation ist nicht stichhaltig, da 27% unserer Befragten nicht oder nicht mehr trauerten.
Wahrnehmung unbekannter Verstorbenen. 12% der Befragten nahmen einen ihnen unbekannten Verstorbenen wahr. Die Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die einen ihnen unbekannten Verstorbenen wahrgenommen haben, unterscheidet sich in den verschiedenen Sprachgruppen. Sie erinnern sich, die erste Umfrage haben wir auf Englisch, Französisch und Spanisch durchgeführt. Die spanischen Daten weisen mit 12% unbekannten Verstorbenen die höchste Rate an. Dazu ein paar Beispiele. Ich habe eine Frau gesehen, die ich nicht kannte. Ich habe sie in einem Spiegel im Haus meiner Großmutter gesehen. Ich war nicht darauf vorbereitet und wachte auf, als ein Fremder auf meinem Bett saß und versuchte, mich zu berühren. Eine ältere Person, die ich noch nie gesehen habe. Diese Daten beleuchten einen Aspekt, der in der bisherigen Forschung nicht oft erwähnt und auch nicht sehr oft untersucht wurde, nämlich die Wahrnehmung von unbekannten Verstorbenen. Die Bedeutung dieser Kontakte ist nicht sofort ersichtlich. Sie dienen eindeutig nicht dazu, die Empfänger zu trösten. Sie kennen den Verstorbenen nicht, sondern sie scheinen die Bedürfnisse der Verstorbenen zu betreffen. Anscheinend manifestieren sich die Verstorbenen dort, wo sie wahrgenommen werden können, auch wenn der Empfänger manchmal ein Fremder ist. Nachtodkontakte mit unbekannten Verstorbenen sind häufiger, als wir erwartet hatten, und scheinen von anderer Natur zu sein als Kontakte mit verstorbenen Angehörigen. Die Empfänger fühlen sich bei diesen Kontakten oft unbehaglich, ja sogar verängstigt, weil diesen Kontakten die emotionale Verbindung fehlt, die sie zu so schönen und tröstlichen Erfahrungen macht. Obwohl einige Hypothesen aufgestellt werden könnten, bleibt das Rätsel um die Funktion und den Sinn dieser Kontakte mit unbekannten Verstorbenen momentan ungeklärt. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Trauer um einen Verstorbenen eindeutig nicht der Auslöser dieser Nachtodkontakte mit unbekannten Verstorbenen sein kann. Eine hochgeschätzte Erfahrung. Die letzte Einsicht, die wir gewonnen haben, ist, dass Nachtodkontakte von den Empfängern sehr hochgeschätzt werden. Sie erinnern sich noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, nachdem sie stattgefunden hat, sehr genau an ihre Erfahrung. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen betrachten ihren Nachtodkontakt als eine zutiefst bewegende und transformative, erinnerungswürdige, tröstliche und grundsätzlich positive Erfahrung. Wir unsere Frage, wie empfinden Sie es, diese Erfahrung gemacht zu haben? Ich schätze sie sehr hoch, 71%. Sehr froh, 20%. Sie ist mir gleichgültig, 3%. Sehr unglücklich. Niemand war unglücklich. Ich wünschte, sie wäre nie geschehen. 1% und 4% waren sich unschlüssig. Wir haben mein Buch schon erwähnt in den letzten zwei Aufzeichnungen. In diesem Buch habe ich alle Forschungsergebnisse der ersten Umfrage auf Französisch, Englisch und Spanisch präsentiert, illustriert mit sehr vielen Erfahrungsberichten. Wir haben eine Projektwebseite in mehreren Sprachen. Da finden Sie Informationen über die Nachtodkontakte, über unser Projekt, laufende Umfragen, alle unsere Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften, aber auch meine Bücher und viele Videos und Podcasts. Und auf meiner persönlichen Webseite, die in drei Sprachen verfasst ist, schließlich auf Deutsch, finden Sie auch viele Informationen zu Nachtodkontakt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Gern geschehen, liebe Sabine. Ihr seid so gründlich. Weder behauptet ihr alles gut, noch alles schlecht, noch Selbstmörder sind böse. Ja, die Wirklichkeit ist herrlich, vielfältig, tröstlich, überraschend. Unbekannte Nahtote erscheinen, Nachtodkontakte. Ja, wir waren sehr erstaunt, dass es so viele sind. Wir kannten das aus der Literatur, aber das wurde manchmal so am Rande erwähnt. Aber jetzt haben wir gesehen, für den spanischen Datensatz 12% ist viel. Und du hast gesehen in den paar Berichten, das kann Angst machen, wenn du plötzlich einen unbekannten Verstorbenen wahrnimmst. Ja. Du weißt nicht, warum ist er da? Was will er von mir oder was will sie von mir? Braucht er Hilfe? Was kann ich machen? Soll ich ihm sagen, geh ins Licht? Viele beten auch für die Verstorbenen, die sie nicht kennen, die in Erschienen sind. Nicht eine so angenehme Fahrt. Ja, der steht ja meist in deiner Wohnung und dann noch spät abends. Ja. Ja, wir haben natürlich auch gefragt, wann diese Erfahrungen stattfinden. Eine Mehrheit ist tatsächlich in der Nacht oder am Abend in der Nacht, aber nicht immer im Dunkeln. Manchmal ist ein Licht, manchmal ist zum Beispiel eine Bettlampe ist noch angezündet oder vielleicht kommt Licht auch von einer Straßenlampe ins Haus. Ist nicht immer ganz dunkel, aber die meisten, also die Mehrheit der Erfahrungen finden tatsächlich am Abend oder in der Nacht statt. Aber nicht nur. Viele davon ereignen sich auch am Tag, wenn die Leute aktiv sind, beschäftigt sind, arbeiten, mit ihren Kindern Schulaufgaben machen, kochen und dann plötzlich geschieht es. Aber alle diese Zahlen findet man in einem Buch. Ja, tatsächlich tagsüber. Natürlich, ja, absolut, absolut, wenn die Leute aktiv sind. Manchmal ruhen sie sich aus und dann geschieht es, aber oft sind sie aktiv in ihrem Alltag verwickelt und dann geschieht es ganz plötzlich. Sie arbeiten, schauen auf und da steht die verstorbene Vater vor ihm. Oder vor ihm. Ja, solche Fallbeispiele haben wir viele. Und wir haben auch die Statistiken dazu. Nirgends bist du sicher. Waren auch Fälle, wo sie einem in der Kirche erschienen sind? Habe ich jetzt gar keinen Fall im Kopf. Und ich habe alle diese Fragebögen gelesen. Also nein, in diesen 1004 Fragebögen hatten wir diesen Fall nicht. Für die deutschen Fälle, die sind jetzt gerade in Bearbeitung, da kann ich es dir noch nicht sagen. Mhm. Aber für die erste Umfrage, nein, war das nicht der Fall. Ja, dann kann man schon mal sagen, wenn du Angst vor ihnen hast, geh in die Kirche. Ja. Wir haben gesehen, gestern 12% hatten Angst. Aber was interessant war, sie hatten nicht Angst davor, den Verstorbenen oder die Verstorbene wahrzunehmen. Was ihnen Angst gemacht hat, war die Tatsache, dass sie etwas erleben, was unmöglich zu sein scheint. Nach unserer materialistischen Vorstellung von der Wirklichkeit kann man nicht Verstorbene wahrnehmen. Und das ist, was den Leuten Angst gemacht hat. Wie kann ich das erleben? Es ist ja gar nicht möglich. Aber nicht der Kontakt. Wir hatten ja dieses Fallbeispiel, wo jemand gesagt hat, ich wusste, dass meine Mutter mir nur Liebe übermitteln wollte und doch hatte ich Angst, weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht möglich, was ich da erlebe. Ja, ja. Ist ja auch so, weder die Kirche war noch die Schule. In der Universität wird diese Wirklichkeit ausgeschlossen. Genau. Deshalb liegt es mir sehr am Herzen, über Nachtodkontakte zu informieren, denn die geschehen. Wir haben gesehen, 50-60% der Menschen haben diese Erfahrung, eine oder mehrere im Verlauf ihres Lebens. Es ist ein einfach sehr häufiges, absolut normales, nicht pathologisches menschliches Erlebnis. Das geschieht, das gehört zum Menschsein
Aber niemand spricht darüber. Das ist mir immer noch unverständlich, warum nicht über Nachtkontakte gesprochen wird. Wie du sagst, in der Kirche, das wäre doch der richtige Ort dazu. In also der Schule. Du wirst in jedem Fall gesellschaftlich diskriminiert. Also langsam überlege ich mal, so einen Diskriminierungsbeauftragten für religiöse Diversity einzuführen, weil du giltst als seelisch krank, pathologische Trauer. Oder als Abweichler vom Christentum heutzutage, das eher materialistisch orientiert ist. Also mir wird sehr oft Esoterik vorgeworfen. Und zum Beispiel an einem großen deutschen evangelischen Bildungshaus, weil ich auf meiner Webseite schrieb, dass ich Nahtodfähigkeiten habe, darf ich keine Mystikseminare mehr anbieten. Nein. Das würde nicht zu ihrer Political Correctness am Haus gehören. Als Professor, ja. Das ist Diskriminierung. Da kannst du dich dagegen wehren. Das ist ganz, ganz schlimm, was da geschieht. Wirklich. Ja, denn du hast die Erfahrung, du hast zu viel zu sagen darüber, das ist zu schade. Ja, und damit, das wissen die Menschen nicht, dass eben auch an große evangelische Tagungshäuser nur eher materialistische Theologen zugelassen werden, die sozusagen von vornherein klar machen, wenn ihr mich reinlasst, spreche ich nicht darüber. Also selbst man muss es verschweigen. Oder Menschen, die nur theoretisch darüber reden. Aber dass du theoretisch und praktisch drüber redest und einfach als Ansprechpartner, ja, es ist so veralltäglichen. Ich habe ja nicht gesagt, ich helfe euch allen auch, dass ihr solche... Ja, weißt du. Und vor allem, das Thema des Workshops war Liebesmystik. Da ging es noch nicht mal darum, sondern ich hatte nur in meinem Short-Bio also kurze Wörter zur Referentin, zum Referenten, also nur so ein Beitext, das reicht schon und du fliegst aus dem Bildungsprogramm großer evangelischer Bildungshäuser. Das ist die Gegenwart. Am Anfang hatte ich mich geärgert und danach dachte ich, das ist doch ein wunderbares Beispiel, was zeigt, wie die Realität aussieht. Und die Leute gehen ja genau in die Bildungshäuser, wenn die sagen, wir machen hier was über Mystik, weil die glauben, die Kirche würde es ihnen geben. Aber das ist jetzt wirklich ein ganz großes und wichtiges. Das war der letzte große Anbieter, wo ich mir sagte, ich war lange gereist, ich reise nicht mehr, aber das war so toll mit denen. Das mache ich jetzt nach Corona weiter, weil das war vorher immer auch alles sehr liebevoll. Ja. Zählt für die nicht. War dieselbe Organisationsdame, die mich jetzt da rausgeschmissen hat. Und das muss man den Leuten klar machen. Du wirst sogar in der Kirche diskriminiert. Du darfst auf einmal als Mystiklehrer kein Mystikseminar, noch nicht mal über Liebesmystik machen. Wenn du im Short-Bio erwähnst, du hattest eine Nahtoderfahrung und hast danach Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten, das bezog sich ja nur darauf, dass ich die Gabe der Herzensschau habe und Leute dadurch zum Teil intensiver beraten kann, natürlich auf andere Weise als ein Psychologe, aber dass ich dadurch vieles abkürzt und klärt und dass ich damit helfen zur Verfügung stehe. Also das ist, da habe ich ja noch nicht mal gesagt, ich sehe Verstorbene. Also ich könnte die auch wahrnehmen, aber ich wenn man zu offen für die ist, wird man ja dauernd besucht und man will ja auch mal seine Ruhe. Ja, das ist ganz schlimm, was du da erzählst. Aber weißt du, das entspricht gar nicht dem, was in der Bevölkerung vor sich geht. Ich sehe so viel Interesse. Die Leute sind so viel offener. Ja, weiß ich. Deshalb hatte ich auch angeschrieben. Und da sieht man, wie starr die Kirche ist. Ich weiß nicht, welche Absicht dahinter steht, aber es ist ein knallharter Kurs, dass du sogar als Professor und langjähriger Kooperationspartner plötzlich vor die Tür gesetzt wirst, erst ist das Wochenende frei und schlagartig gibt es logistische Probleme. Was kannst du machen dagegen? Wie kannst du dich wehren? Kannst du etwas machen oder ist das Ich mache da nichts. Wenn es nicht spielerisch und leicht geht, stimmt die Energie nicht. Aber ich veröffentliche es, damit die Bevölkerung wirklich weiß,
Es gibt da wirklich Wächter in der Kirche, die die Mystik, ja, also jedenfalls das offene Sprechen über diese Wirklichkeit bis heute verhindern. Und man wird, landet nicht auf dem Scheiterhaufen, aber man landet nicht mehr im Tagungsprogramm, was natürlich sonst ein wichtiger Multiplikator wäre. Natürlich. Ja, es ist schade, aber du hast zum Glück andere Möglichkeiten. Ja, ja, das sage ich mir ja. Aber damit die Bevölkerung sich nicht wundert, dass es nicht mehr in der Kirche vorkommt, weil ich denke, Pastorinnen, Pastoren würde es ähnlich ergehen. Und mich erinnert das daran, wie in der DDR. Also alle haben gesagt, ist ja ein toller Staat, aber sobald man irgendwie sagte, hier gibt's auch Umweltprobleme oder hier gibt's Zensur in der Presse oder ja, gibt's keinen Studienplatz, wenn du in der Schule zu oft eine falsche politische Meinung sagst, dann schreibt dir der Lehrer so eine Beurteilung, dass du keinen Studienplatz kriegst. Also solange sich alle an den Druck von oben brav gehalten haben, war es der beste Start. Aber leider zählte ich zur Bürgerrechtlerseite und hatte Studienverbot. Und so wundern die sich, ja, wieso, ich fand die DDR schön. Und so ähnlich ist es eben, dadurch kenne ich diesen inneren Zensor, an den ich mich ja auch lange gehalten hatte. Und tatsächlich, sobald du die Fühlerchen rausstreckst. Und deshalb freue ich mich so, dass ihr jetzt wirklich mit internationalen Studien das macht. Das geht ja so weit, dass du an manchen Fakultäten noch nicht mal positiv über Ken Wilber deine theologische Dissertation schreiben darfst. Du musst hinschreiben, er ist kein Philosoph, er ist ein Esoteriker. Also da geht es weit auseinander, wie die Leute sagen, sie wurden nicht religiös, aber sie wurden spirituell. Ja, genau, das haben wir gesehen in den Umfragen. Siehst du, deshalb ist es so wichtig, dass eben wissenschaftliche Studien gemacht werden über diese Phänomene. Und zwar ganz seriös, sehr akademisch, da kann man uns nichts vorwerfen. Mein Kollege Professor Chris Rowe ist ein weltbekannter Experte für Mediumship und Nachtodkontakte. Wissenschaftlich alles perfekt untermauert und das ist der richtige Weg. Ja. Wenn man die Statistiken hat, wenn man die Studien hat, da kann man nichts dagegen sagen. Man kann sie vielleicht nicht zugänglich machen, wenn man die Möglichkeit hat, das zu unterbinden. Aber die Fakten sind da. Aber weißt du, ich habe so positive Erfahrungen wirklich mit den Leuten, die interessieren sich so für das Thema, die sind offen, die lesen unsere Publikationen, die lesen meine Bücher. Es ist ein riesiges Interesse da mit der Bewusstseinsforschung, die jetzt so voll im Gang ist, wird sich das aussehen. Diese ganze materialistische Einstellung, die kann sich nicht mehr lange halten, denn wir haben die Studien, wir haben die Statistiken. Es ist ein großer Wandel geschieht im Moment und ist hochinteressant. Und die Kirche würde sicher gut daran tun, sich zu informieren, schon mal zu lesen und sich zu bilden. Und dann vielleicht zu akzeptieren, dass es auch andere Ansichten gibt als die ihre. Ja, also ich spreche ja inzwischen von einer mystischen Kirche, weil Kirche ist nicht struktur- und organisationsgebunden, sondern sie ist da, wo sich Menschen auf die Wahrheit ausrichten und von dieser Energie erfüllt sind. Sie ist ja erstmal ein Beziehungs- und Energiephänomen, da wo Leute ein klareres Bewusstsein haben, nehmen sie auch die Gegenwart Gottes oder des Heiligen oder einer weiteren Welt wahr. Und genau, nicht da, wo der Name drauf steht. Genau, es geht immer um die Liebe. Und es geht immer um die Liebe, um die Fürsorge für die anderen. Und wie kann es möglich sein, dass man da jemand diskriminiert, nur weil er eine andere Einstellung hat? Das ist mir unverständlich, weil die Botschaft ist ja die Liebe und die Nächstenliebe. Ja, das ist es. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, so ist es. Danke für deine wunderbare Arbeit. Macht weiter. Und ihr könnt dann gerne mich wieder informieren und dann sorge ich dafür, dass jetzt mal wirkliche aktuelle Wissenschaft statt reine Spekulation aufgrund uralter Buchtexte mit wir haben in Kürze die Auswertung der deutschen Daten. Da kann ich dich dann sehr gerne darüber informieren.
Sehr gerne, Dankeschön und schöne Grüße an dein Team. Ja, vielen Dank, mache ich gerne. Wir sind ein wunderbares Team, wir haben eine so schöne Beziehung, wir verstehen uns wunderbar seit vielen Jahren. Das ist auch sehr etwas Wichtiges, das ist sehr schön.